Eigentlich hätte heute ein anderes The Walking Dead Video kommen sollen. Welches verrate ich zwar noch nicht, aber das kommt auf jeden Fall nächstes Wochenende. Ist auch quasi ein Zweiteiler irgendwie. Aber dieses Video hier hatte ich das Bedürfnis vorher abzudrehen, weil das mich irgendwie so interessiert hat, dass ich mir da ein paar Tage dran Gedanken drüber gemacht habe und noch realisiert habe, okay, das ist gar nicht mal so unlogisch. Und das Geilste daran ist, das ist quasi eine Idee von euch gewesen. Gut, das passiert hier öfter auf dem Kanal, aber das hier war eine Idee, die mich wirklich sehr, sehr, sehr gepackt hat. Denn in einem meiner letzten Videos, was ihr gerne auch mal auschecken könnt, habe ich ja über verschiedenste The Walking Dead-Theorien geredet. Sowohl verrückte, als auch gute, als auch welche, die sich einfach halt im Laufe der Zeit nicht mehr bestätigen lassen konnten, weil es halt nicht mehr funktioniert. Und eine davon war die Old Man Carl-Theorie, in der quasi Carl der Erzähler dieser Geschichte ist, ähnlich wie es in den Comics ist. Problem nur dabei war, ja, Carl ist tot. Und auch die Erklärung, dass er vielleicht doch überlebt hat oder so, war halt sehr, sehr mau. Und da hat jemand von euch geschrieben, wie wäre es denn, dass es quasi Old Woman Judith ist, die quasi diese Geschichte erzählt. Und über die Theorie reden wir heute mal. Quasi, ob Judith zum einen der Erzähler, beziehungsweise die Erzählerin dieser Geschichte ist, beziehungsweise vielleicht auch einfach die Retterin der ganzen Welt. Darum geht es heute in diesem Video. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann bleibt gerne dran. Und damit heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couchtime. Um es kurz mal zusammenzufassen für die Leute, die dieses Theorien-Video zu The Walking Dead noch nicht gesehen haben. Ihr könnt es euch natürlich auch gerne auschecken und dann auf dieses Video wieder zurückkommen. Oder ihr schaut es euch am Ende an. Aber kurz mal zusammengefasst. Die Old Man Carl-Theorie besagt halt einfach, dass, wie in den Comics, Carl derjenige ist, der diese Geschichte erzählt. Die Geschichte erzählt, die wir in Form der Serie bekommen. Die Theorie macht auch wirklich volle Kanne Sinn. Bis halt zu dem Moment, wo Carl sich umbringt. Was heißt umbringt? Wo halt stirbt. Ich habe im Video gesagt, na gut, man könnte es jetzt so auslegen. Ja, Carl wollte ein bisschen Spannung in die Sache reinbringen oder wollte sich quasi raus aus der Geschichte erzählen, weil es halt das große Augenmerk auf halt das große Ganze gelenkt werden soll. Aber, und da haben viele von euch recht, es ist halt Schwachsinn. Und wie gesagt, da greift dann die neue Theorie. Die Old Woman Judith Theorie. Halt die Judith der Zukunft. Denn Judith lebt noch. Stand jetzt unseres Wissens. Und ist auch relativ quickfidee und munter. Ich habe auf jeden Fall zwei, drei verschiedene Ansatzpunkte, warum diese Theorie mit Judith als Erzählerin super Sinn macht. Und das erste ist die Screentime bzw. die Wichtigkeit ihrer Rolle. Carl war, sage ich mal, zu seiner jüngeren Zeit eher ein Nebencharakter. Es ging mal ab und zu um ihn. Und viel ist auch durch ihn ausgelöst worden. Und auch im späteren, wenn er älter ist, gibt es viel, das um ihn herum erzählt wird. Und er hat halt seine Momente. Aber man muss einfach sagen, Carl war ein Nebencharakter. Aus meiner Sicht zumindest. Es war zwar ein Hauptcharakter, der halt auch schon da war, aber halt in den wichtigen Momenten hat er irgendwie immer gefehlt. Und das ist, muss ich sagen, bei Judith anders. Sie ist ein großer Auslöser für sehr viele Dinge. Sie hat Magnas Truppe gerettet, was die geilste Einführung in The Walking Dead mitunter war, also von Judith halt selber. Sie ist super lang da, natürlich viel als Baby und als Kleinkind und später halt erst als jüngeres Mädchen, keine Ahnung, wie ich das Stadium jetzt bezeichnen soll, und auch in Bezug auf Negan, in Bezug auf Michonne zu bekehren, sage ich mal, zu sagen, hier Leute, es geht hier in der Welt ums Überleben und wir müssen anderen helfen. Judith hat so viele Punkte quasi in der Serie verändert, ob es wirklich effektiv aktiv war oder halt eher nur so beiläufig. Wie gesagt, halt so eine Negan hat sich wahrscheinlich mitunter wegen Judith sehr, sehr stark geändert. Ähnlich wie mit Carl. Carl ist leider nur weg gewesen und da hat Judith quasi Carls Platz übernommen, in Anführungsstrichen. Abgesehen davon, dass sie quasi jetzt die einzige, gut mal RJ rausgerechnet, aber die einzige wirkliche Nachfahrin, zumindest in Anführungsstrichen, von Rick Grimes selbst ist, auch wenn sie ja sehr, 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 sehr wahrscheinlich oder halt eigentlich schon fast bestätigt, Shanes Tochter ist. Aber nichtsdestotrotz ist sie so, die das Vermächtnis weiterträgt, den Hut weiterträgt, halt das Grimes-Vermächtnis, sage ich mal, den typischen Cowboy-Hut halt. Was natürlich erklären würde, warum sie vielleicht die nächste Hauptprotagonistin bzw. die nächste Anführerin sein könnte. Wie gesagt, verhältnismäßig finde ich, hat Judith definitiv mehr für die Serie gemacht an Evolution, an Fortschritt in den Charakteren, als es Carl gemacht hat. Meiner Meinung nach zumindest. Das ist so der eine Ansatzpunkt, der mich halt davon irgendwie oder der mir bestätigen könnte. Ja, sie überlebt das Ganze und sie hält alles zusammen und sie ist auch nachher die, die dann ihren Kindern oder Enkelkindern diese Geschichte erzählt. Vor allem auch, weil Judith eigentlich immer diese Person, diese Art ist von wegen, ja, man muss nicht alles mit Gewalt machen. Man kann versuchen zu reden, es gibt für alles eine gute Lösung. Ähnlich wie es Rick am Anfang auch war. Das hat sich zwar dann irgendwann ja getwistet, aber sie ist so dieser gute Geist, sage ich mal. Sie ist immer positiv und denkt sich so, okay, jeder hat eine Chance verdient.
Jedem muss versucht werden zu helfen. Und das, finde ich, zieht sich durch die ganze Serie nämlich schon von Anfang an durch. Natürlich war Judith nicht am Anfang an dabei, aber sie hat natürlich sehr viel von Michonne, von Carl und auch nachher von ihrem Vater erzählt bekommen. Und ab dem Moment, wo sie dann halt klar denken konnte, geht es halt in ihren Worten weiter. Aber wenn wir uns vorstellen, dass das Ganze von Judith erzählt wurde, man kriegt super oft in der Serie gezeigt, dass es immer schlauer ist, manchen Leuten im Vorhinein zu vertrauen, aber gleichzeitig auch gute Kontakte knüpfen muss. Nicht, dass jeder quasi automatisch böse ist. Natürlich, es gab super viele Rückschläge. Aber im Prinzip zeigt diese Geschichte, diese Erzählung im Prinzip immer wieder mal, okay, hier, nur weil es gerade gut ist, heißt es nicht, dass man sich aussuchen kann. Man muss weiterarbeiten. Ob es jetzt eine Horde ist, die dann kommt, ob es jetzt dann die Saviors sind, die dann kommen. Und ich denke, das ist so aus Judiths Erzählweise, könnte ich mir gut vorstellen, dass es quasi so extra gemacht ist, dass sie quasi immer darauf hinweist, hier, es ist zwar immer gut zu reden, versuchen jedem zu helfen, aber man darf sich auch nicht einfach ausruhen, vor allem nicht in dieser Welt. So, das wäre so dieser erste Punkt, der mir so quasi irgendwie Gewissheit gibt, dass es gut sein könnte, dass sie die Geschichtenerzählerin von The Walking Dead ist. Der nächste Punkt ist vielleicht ein bisschen abgespacederer Punkt und auch wenn ich darüber schon mal geredet habe, warum so wenig Kinderzombies in The Walking Dead sind, meine Theorie war ja oder ist nach wie vor, dass die Kinder, die neu in diese Welt geboren sind, Judith, RJ, wie heißt sie nochmal hier, die Tochter von Aaron, ich weiß es nicht mehr, also Adoptivtochter von Aaron, ich weiß es gerade nicht mehr, dass diese auf jeden Fall nicht standardmäßig mit dem Virus infiziert sind, war meine Theorie. Ein Gegenbeweis zu der Theorie war halt diese eine Frau, die schwanger war, was ja auch nur eine Erzählung war und die halt quasi das Baby ist halt gestorben, hat sich in ihr verwandelt und hat sie halt dann getötet. Zum einen muss man sagen, wir haben es nicht direkt gesehen und es ist nur eine Erzählung. Es kann natürlich auch einfach eine abschreckende Erzählung gewesen sein oder es kann auch halt einfach sein, dass sie selbst, also es ist halt schwierig, deswegen die Theorie ist in Klammern gesetzt mit, dass die Kinder halt geheilt werden oder geheilt oder nicht infiziert sind von vornherein. Bedeutet, sie können sich nur durch einen Biss verwandeln, der dann das Virus überträgt. So, diese Theorie mal genommen, würde ich sagen, der Grund, warum Judith vielleicht auch wirklich die Erzählerin von The Walking Dead ist, ist einfach, dass sie vielleicht mit eines der Kinder war, was zur Heilung des Virus beigetragen hat. Vielleicht in weit, weit entfernter Zukunft, dass sie ein Heilmittel gefunden haben und das halt auf Basis dieser Kinder oder vielleicht auch ausgerechnet auf Basis von Judith. So dieses typische, sie ist die eine, die die Heilung in sich trägt, quasi sie deswegen die Retterin der Menschheit ist und einfach ihren Kindern in der normalen Welt, in der guten Welt, diese Geschichte erzählt. Finde ich jetzt gar nicht mal so eine verwerfliche Theorie, weil man muss halt auch einfach sagen, Stand jetzt, und da wird nochmal ein extra Video zukommen zu den ganzen Spin-Offs und der Hauptserie und wie es überhaupt wirklich effektiv sinnvoll weitergeht, was uns irgendwo fehlt und was wir eigentlich noch brauchen, um zu sagen, okay, The Walking Dead ist rund abgeschlossen, wird nochmal ein extra Video zukommen. Aber wir wissen halt einfach von jetzt an, Judith, ja, sie wartet halt jetzt auf Michonne und halt potenziell auf ihren Vater. Nicht wirklich ihren Vater, aber halt auf Rick. Und ja, mehr wissen wir nicht. Und es war ja mal, gab es ja mal so Andeutungen, dass es halt eine Serie geben soll mit diesen Kindern als Jugendliche. Fände ich nicht verkehrt, aber auch irgendwie ein bisschen schwierig. Und wie gesagt, Judith ist halt für mich zu sehr ins Rampenlicht gedrückt worden, um zu sagen, nee, die schieben wir jetzt ab als, ja, ist einfach nur ein Kind, ist einfach irgendein Kind. Da ist schon dieser Punkt, dass man sagen könnte, okay, vielleicht hat sie wirklich die Heilung in sich. Wäre schon irgendwie, könnte man sich gut vorstellen, sag ich mal so. Und jetzt kommen wir noch kurz zu dem, ich sag mal, letzten Punkt, warum ich diese Theorie so gut finde. Und zwar ist es halt, die Serie klammert sich schon hier und da sehr, sehr stark an die Comics. Viele Sachen sind komplett über den Haufen geworfen. Ob es jetzt eine Beziehung zwischen Andrea und Rick ist, komplett über den Haufen geworfen. Daryl, der gar nicht in den Comics vorkommt. Tode, die früher passieren, Tode, die später passieren, Tode, die gar nicht passiert sind. Es gibt immer mal Parallelen, aber halt sehr viel, was halt nicht so parallel zueinander läuft. Und da kommt die Theorie. Ich weiß tatsächlich gerade nicht, ob Judith in den Comics existiert. Da bin ich mir tatsächlich gerade nicht sicher, aber ist auch für die Theorie eigentlich egal. Aber wenn wir jetzt überlegen, die wollen sich trotzdem irgendwie an die Comics hangeln. Und am Ende der Comics, oder es wird halt in den Comics gesagt, okay, die Old Man Carl Theorie, was heißt die Theorie? Old Man Carl, der die Geschichte seinen Kindern erzählt oder seinen Enkelkindern, das gibt es. Das gibt es in den Comics. Da aber Carl in der Serie ist, der tot ist und Judith die es, die überlebt hat, wäre es super naheliegend eigentlich, dass sie diese Position quasi Judith zuschreiben und sagen, ja hier, sie macht das jetzt, Carl ist ja tot. Und wie gesagt, auch überhaupt einfach, Judith hat halt alles erzählt bekommen und erlebt halt jetzt auch alles. Sie ist noch jung, sie kann sie alles erleben, was jetzt noch passiert und ich finde auch persönlich, irgendwo am Ende muss auch da jemand sitzen, der gesagt hat, hier, okay, das ist derjenige, der quasi diese Geschichte erlebt hat und
überlebt hat. Weil egal wie die Geschichte jetzt enden wird, vor allem in der TV-Serie, ob wir eine Heilung für den Virus finden oder nicht, ob die Menschen gewinnen oder nicht oder ob die Zombies gewinnen oder nicht. Egal wie, es muss doch jemanden geben, der quasi, der das erzählt hat. Es muss jemanden geben, der sagt, okay, hier diese Geschichte wurde jetzt erzählt. Jemandem. Wir sind die Zuhörer. Irgendwer muss dahinter sitzen quasi. Wäre zumindest mein Wunsch. Natürlich mit der Intention, ob es entweder ist, die Menschheit hat komplett überlebt und alle Zombies sind tot oder ob man sagt, okay, die Welt ist halt jetzt so und man muss es überleben und es wird trotzdem so erzählt. Egal wie man es dreht und wendet, ich finde es wäre eine super geile Sache, wenn sie das so umsetzen, dass sie wirklich sagen, Old Woman Judith ist quasi diejenige, die diese Geschichte, die The Walking Dead quasi erzählt, die Geschichten erzählt bekommen hat von Familie bis hin zu Negan, Freunde, Verwandten, alles. Sie hat ja alles erzählt bekommen und dann ab dann erlebt sie ja alles. Was dem Ganzen natürlich jetzt dann einen Strich durch die Rechnung zieht, wären halt die ganzen Spin-Offs. Ob es jetzt die Daryl Dixon Serie ist, ob es jetzt Dead City ist oder ob es halt Summit bzw. The One Who Lives oder so heißt die ja jetzt. Also die Rick und Michonne Serie heißt die The Ones Who Live oder irgendwie so, keine Ahnung, irgendwie so. Oder halt auch Fear the Walking Dead. Das sind so Sachen, die müsste man da rausrechnen, weil das Judith halt nicht mitbekommen hat und auch nicht erzählt bekommen kann. Gut, man könnte sagen, vielleicht erzählt Negan ihr das oder Maggie oder Daryl und halt Rick und Michonne. Aber da wir noch nicht wissen, wie es jetzt genau wirklich zu Ende geht, kann man erstmal sagen, gut, bis zu diesem Punkt der Serie könnte Judith das Ganze übernehmen. Darüber hinaus muss man jetzt abwarten und gucken. Und wie gesagt, auch zu den ganzen Spin-Offs habe ich auch einen Punkt oder eine Meinung, die ich mal in einem Video kundtun werde. Wie gesagt, das wird vielleicht nächstes Wochenende schon kommen, vielleicht aber auch ein bisschen später. Aber das ist ein essentiell großer Punkt, der mich momentan ein bisschen an The Walking Dead aufregt, wo ich denke, okay, das hätte man besser machen können oder hätte man besser machen müssen. Denn ich bin bei Fear the Walking Dead jetzt in Staffel 4 angelangt und ich bin Stand jetzt ein klein bisschen tatsächlich anderer Meinung als der Großteil der Leute, die Fear the Walking Dead schon gesehen haben. Das kommt aber in einem anderen Video, da lasst euch noch überraschen, was ich genau meine. Nichtsdestotrotz wird dazu ein Video kommen, deswegen, wenn euch solche Videos interessieren, ob es über The Walking Dead einfach nur ist, ob es über allgemein Serien ist, Filme, Theorien, What-Ifs, alles mögliche, Trailer-Reactions, Reviews von Filmen und Serien, alles Mögliche. Wenn euch sowas interessiert und ihr mich zufälligerweise ein bisschen sympathisch findet, hi, na, dann bleibt doch gerne hier. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Es macht mir wieder unheimlich momentan Spaß, diesen Kanal hier zu führen. Es ist einfach jedes Mal ein Video zu laden und zu sehen, okay, die Leute interessieren sich dafür wirklich und die geben ihre Meinung, ihr Feedback auch. Ich bin jedes Mal super happy. Deswegen würde ich mich echt freuen, wenn ihr hier bleibt. Und ja, das war's halt mit dem Video. Ja, es ist wahrscheinlich ein kürzeres Video geworden, was aber gar nicht mal so schlimm ist, weil es ist auch eine kleinere Theorie. Das kann man ja trotzdem hier mal auf dem Kanal bringen, ne? Und wenn ihr jetzt noch weiter gucken wollt und eventuell eben aufgefallen ist, dass ich zum Beispiel über Kinderzombies geredet habe oder über den Virus an sich. Dazu habe ich tatsächlich auch schon Videos gemacht. Bedeutet, ihr könnt entweder mal hier klicken und euch den Zombie-Virus-Video angucken oder hier die Kinderzombies. Könnt ihr gerne mal durchklicken und vielleicht ist das auch was Neues für dich, neue Informationen, die halt vielleicht die Welt begeistern. Man weiß es nicht. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt erstmal raus und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch wie sonst auch immer. Aber bis dahin bin ich jetzt erstmal raus. Ciao.